Ich habe seit 2018 kein Instagram gehabt und das lag daran, dass ich die App erstmal heruntergeladen habe, weil wie jeder andere, ich hatte Langeweile, 8-Klässler, zu viel Zeit, so, ja, ein bisschen Zeitvertreib, wisst ihr, was ich meine? Hab dann bemerkt, Konzentration runter und zu viel Müll-Content. Jetzt, wo ich seit einem Jahr YouTube mache, merke ich, dieser Müll-Content wurde mir nur vorgeschlagen, weil ich Müll geguckt habe. Also, der Algorithmus funktioniert halt so. Aber ich habe mich dazu entschlossen, also ich bin irgendwie noch dabei. Okay, Jungs, ich bin noch nicht 100% dabei, irgendwie so mit Instagram anzufangen. Also anzufangen heißt jetzt nicht, dass ich mit YouTube komplett aufhöre, weil YouTube ist mein Ding. Ich mache das seit einem Jahr und ich werde es die nächsten Jahre auch 100% durchziehen. Aber ich dachte, ich könnte ein bisschen auf Insta rüber. Aber irgendwie war mein Kopf so, ey, das ist nur eine Ausrede. Du willst nur Insta herunterladen, keine Ahnung was. Und habe mir deswegen Argumente aufgeschrieben, die mich ehrlich gesagt überreden, irgendwie Insta zu, also mit Insta anzufangen. Und ihr könnt mir mal sagen, ob diese Argumente jetzt wirklich meine Gedanken jetzt rechtfertigen, Instagram herunterzuladen oder nicht. Okay? Und das erste Argument ist, ich werde per E-Mail angeschrieben. Jungs, es ist schon so weit gekommen, dass ich per E-Mail angeschrieben werde. Wer bin ich? Wer bin ich? Ja Allah, wer bin ich, dass ich per E-Mail angeschrieben werde? Sehe ich aus, als würde ich mit Aktenkoffer draußen rumlaufen? Ich küsse doch eure Herzen. Es gibt Leute, die haben sich in den E-Mails bedankt, beziehungsweise andere, die haben so ein paar Tipps gegeben, auch zum YouTube selbst, so zu Thumbnails und so zu SEO und so weiter und so fort. Und muss ich vorstellen, dieselben Typen hätten das auch auf, also unter irgendeinem YouTube-Video schreiben können und ich hätte das gelesen. Aber nein, die haben sich die Mühe gegeben und haben sich hingesetzt und haben eine E-Mail verfasst, was ich wirklich auf no homo süß finde. Und ich finde das trotzdem einfach unpersönlich. E-Mail fühlt sich irgendwie so businessmäßig an. Und ich möchte nicht, dass sich das so businessmäßig anfühlt. Wisst ihr, was ich meine? Und dann gibt es noch eine Stufe höher. Stufe höher, glaube ich. Die Leute schreiben mich über Discord an. Das ist auf jeden Fall besser als E-Mail, weil E-Mail ist, Bruder, das ist katastrophal. Ich weiß nicht mal, woher du meine E-Mail hast. Ich habe es, glaube ich, noch nie angegeben, aber ist jetzt kein Problem für mich. Auf jeden Fall, über Discord ist besser. Aber Discord ist auch nur so Quatsch mit Soße, sage ich euch ehrlich. Discord ist Quatsch mit Soße. Ja, ich finde das unpersönlich. Ich finde das Problem könnte man lösen, indem man Instagram zum Beispiel herunterlädt, dann wäre das viel persönlicher so. Ich würde deinen Account sogar sehen, vielleicht hast du auch ein paar Bilder und könnt mir auch besser vorstellen, wie du so als Person bist. Falls du Fragen hast, dann frag mich und ich beantworte sie dir. Beziehungsweise, falls ich Fragen habe an euch, dann könnte ich auch eine Art Story machen, heißt das so. Und euch dann halt fragen, besser als YouTube-Posts, weil mit YouTube-Posts habe ich Stress. Ja, ich habe Stress mit YouTube-Posts, weil der zeigt mir eine Post nicht an, irgendwie, keine Ahnung warum. Also mein erstes Argument ist auf jeden Fall, es ist unpersönlich. Also, nein, es wird persönlicher, wenn ich Instagram herunterlade. So. Mein zweites Argument sind Stories. Stories sind wichtig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich etwas gemacht habe und ich dachte mir, boah, wenn ich jetzt dazu jetzt also ein Video machen könnte, ich würde das feiern, wenn das so Leute wissen. Das Problem ist aber, diese Dinger sind aber sehr lange und ich möchte nicht, dass es ein Shorts wird auf YouTube, weil mit YouTube Shorts habe ich auch Probleme, weil ich habe keinen Bock auf YouTube Shorts. Also sagen wir mal, ich würde irgendwas Krasses sehen jetzt und ich könnte jetzt einfach auf Schnelle eine Art Story machen oder einen Post auf Instagram, wisst ihr, was ich meine? Da muss ich kein ganzes Video drüber machen. Es fühlt sich auch wirklich fake an jedes Mal. Also ich habe es eigentlich ein, zwei Mal gemacht vielleicht. Wenn ich so eine Art Stichpunkt habe, den ich wirklich rüberbringen möchte und dann ein ganzes Video, um diesen Stichpunkt zu machen und dann 5 Minuten, das fühlt sich einfach nicht real an, sage ich euch komplett ehrlich. Und mit Instagram Stories könnte man dieses Problem eigentlich beheben, aus meiner Sicht. Das heißt, ich könnte mehr zeigen. Ich könnte einfach mehr zeigen und wie gesagt, mit den E-Mails, es könnte persönlicher werden. Und ja, beim dritten Argument, vielleicht werdet ihr nicht verstehen, was ich meine, weil es geht jetzt eigentlich nur um mich. Das, was ich mache, ist ja eine Art Skill. Ja, Content Creation ist ja eine Art Skill. Das heißt, das Video drehen, das Sprechen, Mikrofon, alles anpassen, Licht. Das ist ja alles eine Art Skill, den ich gerade mache. Und ich mache YouTube schon seit, lass mich nicht lügen, 10, 11 Monaten. Und irgendwann ist es ja so schön und gut, weil das ist ja eine Art Routine geworden. Ja, also ich mache meine Kamera an, mache das Licht an und rede. Habe mein Skript vor mir, in diesem Fall habe ich hier meine kurzen Notizen. Und rede natürlich. Später wird es gecuttet und dann hochgeladen. Ist ja schön und gut. Ich liebe es, Videos zu machen. Wenn nicht, hätte ich schon lange eigentlich aufgehört. Aber ich finde, wenn ich auf Instagram zum Beispiel so eine Art, wie gesagt, Stories machen würde, beziehungsweise Reels, die ein bisschen kürzer sind, das würde auch mein Skill verbessern. Weil bei YouTube ist es nur so Video-Editing.
auf Instagram sind ja auch Fotos und so, deshalb ich könnte meine Kamera endlich mal benutzen, um Fotos zu machen. Und so würde ich meinen Skill eigentlich verbessern, wisst ihr, was ich meine? Also mein erstes Argument, es wäre viel persönlicher mit Instagram. Zweitens, ich könnte viel mehr zeigen. Und drittens, ich würde mich verbessern, sowohl auf Instagram als auch auf YouTube. Sind das wirklich plausible Argumente? Weil wenn nicht, dann werde ich das nicht machen, weil ich werde YouTube eigentlich, also ich mache Instagram eigentlich nur wegen YouTube und einfach damit ich mehr zeige, um euch einfach wirklich, eigentlich wirklich mehr zu zeigen. Jungs, haut raus, seid ehrlich, ja, lügt mich nicht an. Zeit, die du in dich selbst investierst, ist keine verschwendete Zeit.